versuchen wir, die zu schaffen. Das ist die Wadelbeißerei, die es für manchen ÖVP-Politiker gibt, die gehören der Vergangenheit an. Ist ein Teil jetzt auch der neuen Vorgangsweise und das heißt, wir müssen als ein Regierungsteam auftreten. Daher soll das auch der Vergangenheit angehören, ist unsere beiden Absicht. Warum hat das früher nicht funktioniert und soll jetzt funktionieren? Es hängt weniger jetzt von den Führungspersonen ab, sondern immer davon, was sozusagen jetzt Club und auch Partei insgesamt dann bringen. Und es ist eine Frage auch der Vereinbarung und wie man die Kultur auch lebt. Auf jeden Fall ist es sicherlich die letzte Chance, wie man jetzt miteinander etwas für Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und das ist oft schon strapaziert worden, dieses Motto. Aber diesmal ist es so. Haben Sie inhaltlich schon miteinander gesprochen, was die Themen sind, die man angehen? Ja, wir haben grob darüber gesprochen, über die Punkte, aber auch über die Art der Zusammenarbeit. Und werden uns aber da jetzt noch in verfeinernde Gespräche und in Konkretisierungen, wie man das Ganze anlegt, in den nächsten Tagen jetzt weiterentwickeln. Das ist natürlich nicht abschließend zu bewerten. Ist ein Neustart quasi mit Christian Kern einfacher als mit Werner Freimann? Es hat keinen Sinn, jetzt das zu vergleichen. Jeder hat seine Voraussetzungen, die Gegebenheiten haben sich auch geändert. Wir haben ganz eine andere Problemlage und es ist jetzt, wie es ist und wir wollen dieses jetzt gemeinsam bestens bewältigen. Und wie soll das genau passieren? Also ein neuer Stil, weil Sie hat es geheißen, andere Form der Kommunikation? Natürlich geht es um den Stil, aber es geht um das Marketing, um die Kommunikation, um den Gesamtauftritt, es geht um die Inhalte, um die Struktur, also um sehr vieles. Das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, indem man den Schalter umlegt, zu bewerkstelligen, sondern das muss man sich erarbeiten, indem man die Spielregeln neu definiert, aber sie auch dann lebt. Und das wird daran zu messen sein, wie wir eben jetzt Anspruch und Wirklichkeit verbinden. Die Absicht und nicht nur jetzt die lose Absicht, sondern die feste Absicht haben wir beide. Also Neuwahlen wird es nicht geben, also es wird keine vorgezogenen Wahlen geben von Seiten der ÖVP. Es macht jetzt in der Szenerie und in der Situation, die auch jetzt emotional sehr dominiert wird, was die Präsidentenwahlen anbelangt, gar keinen Sinn. Und wäre eine weitere Belastung sozusagen jetzt des Klimas und wir wollen einen anderen Weg gehen, nämlich Österreicherinnen und Österreichern zu beweisen, dass man sehr wohl gemeinsam was weiterbringen kann, auch wenn die Problemlage nicht einfach ist. Aber das heißt, wählen 2018 und nicht, wenn Sie sagen, nur im Bundespräsidentschaftswahlkampf, das ist ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr lang. Quasi. Sie haben mich gefragt, ob es Neuwahlen gibt. Genau. Und ich habe Ihnen gesagt, es gibt keine Neuwahlen und wir haben auch nicht die Absicht dazu, sondern wollen gemeinsam arbeiten. Und das ist eigentlich im Regierungsprogramm definiert und ein paar Konkretisierungen und auch jetzt Adaptierungen, weil es eine neue Problemlage gibt, werden wir machen und dann wird sich das ergeben. Entweder das, was wir gemeinsam sagen, nehme ich an, dass auch der neue Bundeskanzler was Ähnliches sagen wird oder schon teilweise in der Pressekonferenz gesagt wird und dann wird man sehen, in Richtung auch jetzt Wählerinnen und Wähler, ob das, was wir sagen, eine leere Versprechung ist, was ich nicht annehme, sondern Realität. Das werden Sie sehen. Danke, wiederschauen.